Luftakrobaten in Aktion. Dass Lenker und Felge aus leichtem Aluminium hergestellt sind, ist für die Flugeigenschaften durchaus von Vorteil. Das Leichtmetall hält jedoch nicht nur BMX-Biker in Schwung. Aluminium ist weder aus dem Freizeitsport, dem Automobilbau noch aus der Medizintechnik wegzudenken. Um den Aluteilen, wie zum Beispiel einer Fahrradfelge, den gewünschten Farbton zu verleihen, wird sie in dieser galvanischen Anlage eines Wetzlarer Unternehmens in einem besonders ressourcenschonenden Verfahren eloxiert. Dabei durchläuft die Alufelge mehrere Bäder. Im Eloxalbad kommt es zur entscheidenden Reaktion. Hier übernehmen Schwefelsäure-Ionen eine wichtige Aufgabe. An der Felge liegt eine elektrische Spannung an. Die Ionen werden daher angezogen und geben Sauerstoff ab. Das macht die Oberfläche porös. Nur so kann sich der Farbstoff später mit dem glatten Aluminium verbinden. Die elektrische Spannung führt jedoch auch dazu, dass sich auf der anderen Seite ebenfalls Partikel anlagern. Und zwar Wasserstoffprotonen an der sogenannten Gegenelektrode. Die Folge? Kleinste Aluminiumteilchen lösen sich aus der Elektrode und gehen mit der Schwefelsäure eine Verbindung ein. Das Problem? Es gibt nicht mehr genügend freie Schwefelsäure-Ionen. Der Prozess bricht ab. Entweder muss der Stromfluss stark erhöht oder sogar das Eloxalbad als Sonderabfall entsorgt werden. Um Ressourcen und somit Kosten zu sparen, nutzt das Wetzlarer Unternehmen daher eine spezielle Retardationsanlage. In dieser strömt ein Teil des Eloxalbades über ein spezielles Harz. Die Schwefelsäure-Ionen werden zurückgehalten und die Aluminiumteilchen fließen weiter. Mit Wasser wird die Schwefelsäure in das Eloxalbad zurückgespült. Und der chemische Prozess kann weiterlaufen. Das neue technische Verfahren zahlt sich für das Unternehmen aus. Wir können mit der Retardationsanlage ca. 18.000 bis 20.000 Euro an Kosten wie Chemie sowie Einsparungen an Kühlleistung und Energieleistung in puncto Strom einsparen. Die Anlage wird sich ca. in 2 Jahren amortisiert haben. Der Vorteil ist jedoch nicht nur finanzieller Art. Nach dem Eloxieren kommt es zur eigentlichen Einfärbung des Aluminiums. Da aufgrund der ständigen Reinigung immer die richtige Konzentration an Schwefelsäure-Ionen im Eloxalbad vorliegt, besitzen auch im Farbbad die Aluteile eine absolut gleichmäßige, poröse Oberfläche. Die Farbpartikel können so überall eine feste Verbindung mit dem Aluminium eingehen. Es entsteht eine hochwertige, tief glänzende Farbschicht. Die Installation ressourcenschonender Verfahren spart so nicht nur Kosten, sondern erhöht auch die Produktionsqualität. Die Techniker besitzen einen besseren Überblick über die Stoffströme und können das gesamte Verfahren besser steuern. Neben der Säure aus dem Eloxalbecken wird in der Anlage in Wetzlar auch das für den Betrieb notwendige Wasser gereinigt und im Kreislauf geführt. Die während der Reinigung entstehende Abwärme wird im weiteren Prozess verwendet. So sparen die Wetzlarer Ingenieure letztendlich ein Viertel der Energie und 90% der Abwässer ein.
Der in den Prozess integrierte Umweltschutz kann auch auf andere Branchen übertragen werden. Das Beispiel der Süßoberflächentechnik hier in Wetzlar zeigt sehr eindrucksvoll auf, welche wirtschaftlichen Potenziale Unternehmen durch die Umsetzung von Ressourceneffizienz heben können. Und im Prinzip lässt sich das auf alle Branchen übertragen. Und um hier insbesondere KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, stehen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Nicht nur bei der Produktion von Fahrradfelgen. Durch effizienten Umgang mit Ressourcen kann die deutsche Wirtschaft jedes Jahr weit über 150 Milliarden Euro sparen.